Leute, Forte hier. Willkommen zu einem neuen Overwatch auf der Map Das 2. Und wir haben hier den Suspect in Runde 5. Was macht er? Er will, glaube ich, mit jemandem seine Gegner mit der Granate totwerfen. Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos von seinem Gameplay hier. Also das ist in der Tat sehr interessant, weil auch diese Flashgranaten sind so geil. Dafür müsste mal jemand ein Tutorial machen, glaube ich. Man weiß nicht genau. Alter, sein Crosshair Placement. Ich glaube, wir haben hier den krassesten Silver der Welt. Allerdings lief er ja auch ziemlich komisch durch. Also bisher hat er irgendwie noch niemand gekillt. Wir haben noch nichts gesehen. Allerdings hat er ja schon 8 Frags in Runde. Naja, in Runde 6. Jetzt schießt er so ein bisschen seinen Mate hier an. Aber nicht so schlimm. Ja, also der hat schon so ein bisschen. Ja, er nimmt halt einfach schon mal einfach mal so pauschal durch die Mauer. Ist halt die Frage, ne? Wie hat er die 8 Frags überhaupt hingekriegt? Ja, komm. Eigentlich können wir jetzt ausmachen, aber der Typ war so geil mit seinen Flashes und seiner Granate, wie er einfach da im Tor stand, wie ja auch jeder von uns so spielt. Komischerweise, wenn es irgend so ein komischer Noob-Hacker ist, ja, also so wie jetzt zum Beispiel, komischerweise fangen die immer an, irgendwie eine Autotacke zu spielen. Und Dual Berettes. Und oder. Ja, Mensch. Was macht er? Er schießt ihn doch einfach. Das ist sowieso viel zu auffällig. Ja, und No-Scope ins Gesicht gedrückt. Also sowas kann einen tatsächlich schon mal ziemlich sprachlos machen. Die Frage ist, warum? Die stelle ich mir immer wieder. Er sieht nicht mehr irgendwas. Er bangt einfach blind. Versucht da irgendwas zu treffen. Ich meine, sein Trigger, Aim-Lock, was auch immer. Macht es natürlich schon, aber ich glaube, er hat die Map noch nie gesehen. Er steht hier einfach dumm rum. Zoomt sich hier ein Wolf, aber ich meine, diese Game Sense ist halt überragend. Ach komm, man hört zwar Mitte die ganzen Terrors, aber ich dachte, er läuft jetzt einfach mal geradeaus. Alter. Naja, gut, ich glaube, das war einfach pseudomäßig rausgelaufen. Ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, der ist noch nicht mal Silver oder so. Ich glaube, das ist sein zweites Matchmaking ever. Also ich glaube, der hat eins gespielt, um zu gucken, okay, es gibt Matchmaking. Es gibt ein Spiel mit dafür gibt er aber natürlich, ne? Also ich glaube, er hat sich einfach überlegt, es gibt ein Spiel namens CSGO. Ich habe ein Matchmaking schon mal ausprobiert und dann einfach mal ein paar lustige Hacks hier installiert. Und naja, Valve denkt sich natürlich nicht, ja, sowas müssten wir eigentlich automatisch erkennen. Nein, warum denn? Es gibt ja eine fleißige Community, die nichts zu tun hat. Alter, seine Nades. Die sind göttlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir nicht Overwatch, also wenn wir kein Overwatch hätten. Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Also, wie hätte es sein können ohne Overwatch? Wir hätten zum einen nicht so viel Spaß, also auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen traurig ist, aber andererseits kann man sich ja durchaus auch ein bisschen amüsieren über solche abgefahrenen Freaks hier. Aber auf der anderen Seite hätten wir natürlich unter Umständen noch mehr Hacker, weil so etwas einfach nicht erkannt wird. Und das ist halt schon erstaunlich. Und da kriegt er, oh, da sind die Dual Berettas, ne, doch nicht. Zumindest hat er eine primäre Waffe auch nochmal. Ja, und da, keiner von denen, doch einer, ein CT geht ja auf B, ich dachte schon. Naja, absprechen muss man ja auch sowieso nichts. 7-1, easy. Diese Nate, so geil. Ja, sein Mate hat auch keinen Bock mehr.
Wie die May, habt ihr gesehen, wie die May zurückgesprungen ist? So geil. Also ich weiß nicht, der Typ hat wahrscheinlich ein Lenkrad und keine Ahnung, spielt vielleicht also nur auf einer Tastatur ohne Maus oder so. Keine Ahnung, aber das ist halt zu geil. Er läuft natürlich hier auf dem B-Spot, obwohl er natürlich ziemlich genau wissen muss, dass auf dem A-Spot schon jemand, also die Gegner durch sind. Alter, dieses Smoke. Yes, hast dich richtig gut abgesmoked hier. Zweite Runde können sie sich ja auch gönnen hier, ne? Ja. Jo, jetzt kommt hier die Negev zum Einsatz. Zeig's uns. Also, wenn der irgendwas damit trifft, dann weiß ich auch nicht, ey. Jetzt sind die auf einmal zu dritt auf B, ne? Ist schon wieder. Vielleicht hacken auch die anderen. Mal gucken, was sieht man denn hier? Ich meine, bei unserem Suspect hier ist hier sowieso. Ja, gut, egal. Geht jetzt gerade nicht. Aber er ist ja jetzt wieder alleine. Er läuft hier stumpf in der Gegend rum, während natürlich die Ts schon durch sind und die Bombe planten. Das ist interessant. Hier der eine zählt hier in der Base. Unser Suspect hat hier sowieso noch nichts. Keine Gina oder sowas. Weit und breit. Läuft hier fleißig rum mit seiner Negev. Oh, wer hat der einen der hat Knein gesehen, die er unbedingt mitnehmen musste. Echt geil. Ja, also ich unterstelle ihm einfach mal, dass er das jetzt mit Absicht macht, dass er einfach reinläuft. Alter, die nächste geile Nate. Habt ihr das gesehen hier? Schon wieder. Also ich drücke ihm auf jeden Fall auch Griefing für solche schlechten Nates, wo er einfach nur seine eigenen Mates irgendwie die ganze Zeit mit Granaten bewirft. Also der Typ ist sowas von schlecht. Und damit meine ich ja nicht einfach, also schlecht heißt ja nicht unbedingt schlecht, also wirklich schlecht so, ne? Ich meine, wenn jemand einfach nur schlecht ist, ist das ja gar nicht schlimm. Sage ich ja immer wieder. Aber wenn er halt auch einfach reinschießt, weil er schlecht ist, dann ist es halt schon dumm. Und da muss man sich auch über sowas lustig machen. Also wenn ihr halt so schlecht seid und euch Hacks installiert und wenn ihr in meinem Overwatch hier landet, was natürlich jetzt nicht so wahrscheinlich ist, aber trotzdem, dann werde ich halt mich über euch lustig machen. Damit müsst ihr leben. Also jeder, der einfach zuguckt, wird sich lustig machen. So, wie viele Runden haben wir hier noch? Also ich glaube, vielleicht die letzte Runde oder sowas könnte das sein. Ja. Ah, die nächste Profi-Nate hier. Ja, jetzt ist er tot. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Ich würde ihm mit ein wenig Zweifel, nein, Quatsch, natürlich nicht. External Assistance habe ich jetzt nicht gesehen, aber Griefing habe ich auch noch gesehen. Und ja, also schreibt mir eure Meinung zu dem Suspect hier. Also ich glaube nicht, dass er viele Stunden hat. Ich glaube auch nicht, dass er viele Matchmaking gespielt hat. Vielleicht irgendwie sein zweites Matchmaking überhaupt. Und ich glaube, der ist noch nicht mal Silver. Also ich glaube, der ist noch nicht mal eingerankt oder so, weil selbst Silver ist weitaus besser als das, was er hier gezeigt hat. Ja, dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen nach oben. Schön auf die Glocke drücken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und bis denne.